So, wir werden auch nochmal gnadenlos überziehen. Also die Mittagspause können Sie sich abschminken, weil wir möchten die Dreiviertelstunde auch voll ausnutzen. Bis das Bild kommt, können wir eigentlich schon mal anfangen. Also wir hatten jetzt einen diffusen Ritt durch alle möglichen Themen, die wir da vorstellen können, werden wir jetzt zeigen. Und womit man eigentlich anfangen kann, ist, Sie haben jetzt Verwaltung gehört, ganz offiziell. Sie haben Polizei als Behörde gehört, ganz offiziell. Und jetzt kommen wir und wir sind eigentlich von ganz woanders her. Also wir tanzen eigentlich auf mehreren Hochzeiten. Wir sind so aus der Community rauskommend eigentlich. Dein Background? Ja, wirklich Community. Also ist Münchner OK-Lab, das Open Knowledge Lab. Und selbst halt einfach so am Basteln und Programmieren. Genau, bürgergetriebene Digitalisierung, kann man so sagen, autonome Digitalisierung. Und worauf wir jetzt gekommen sind, ist mal zu überlegen, bei allen postulierten Unterschieden, die es zwischen der Verwaltung TM und der Community TM gibt, die ja so heterogen, so homogen gar nicht sind, wie man es meinen würde, ist bei der Überlegung aufgefallen, dass es eigentlich gar nicht so viele Unterschiede gibt, sondern ganz im Gegenteil, ganz viele Gemeinsamkeiten, die es zwischen diesen beiden Polen gibt. Und nämlich mal so ganz plakativ, was wollen die eigentlich? Was ist denn der Auftrag der Verwaltung? Und jetzt geht es nicht weiter, das war der dramaturgische Effekt ganz großartig. Wo muss ich drücken? Ach, wenn man es anschaltet, geht's. Das ist schon mal gut. Dann leuchtet es ziemlich. Wo unterscheidet sich der Auftrag? Was ist der Auftrag der Verwaltung? Und wenn man das mal ganz so mit einem schönen Bildchen illustrieren würde, ist der Zweck der Verwaltung nichts einfacher, als das Leben der Bürgerinnen und Bürger in ihrem Zuständigkeitsbereich besser zu machen, die Förderung des Gemeinwohls. Und nichts weniger will eigentlich auch diese Community, die da unterwegs ist. Was ist ziemlich klar umrissen und eigentlich identisch. Und erst wenn wir das Warum uns mal anschauen, warum die jeweiligen Gruppen das tun, driften die Pole auseinander. Ich meine, die Verwaltung tut das, haben wir gerade vorhin bei der Keynote gesehen, weil sie dafür zuständig ist. Lieblingswort der Verwaltung, als Gesamtes zumindest. Im Zweifelsfall fühlt sich die Einzelperson nicht zuständig oder es findet sich niemand, der dafür zuständig ist. Aber das macht sie einfach als Aufgabe im Rahmen des Gesellschaftsvertrags. Also einzelne Freiheiten von BürgerInnen treten zurück, damit die Verwaltung zum Wohle aller handeln kann. Und wie tut sie das? Sie hat Fachverfahren, derer nicht zu knapp, evolutionär über Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte gewachsene Systeme, ist auf Gemeinderatsbeschlüsse und Aufträge angewiesen, diese ausführt im Rahmen von Verwaltungsvorschriften, Ausschreibungsregularien. Ich bin jetzt seit 4 Monaten, habe ich die Seiten gewechselt, bin jetzt Teil der Verwaltung, habe das alles intensiv kennenlernen dürfen. Das ist eine schöne Erfahrung, von der ich nie dachte, dass ich sie jemals mal machen würde. Und das heißt eben auch, sie zielt in der Regel auf große Würfe ab, also von der Idee bis zur Umsetzung vergehen nicht selten Jahre und die fertigen Systeme sollten dann auch jahrelang laufen. Also das ist mittlerweile fertig. Ich kann das Bild gegen den BER austauschen, da kann ich die nächsten 3 Jahre noch Vorträge mit bestreiten. Die Horizonte sind langfristig, Planungssicherheit ist ein wichtiger Faktor und die Zuständigkeit mit anderen Akteuren muss geprüft werden auf verschiedenen Ebenen. Und diese freiwillig in der aus der Zivilgesellschaft rauskommende Community hat einen ganz anderen Antrieb. Also warum tun diese, was sie tun? In der Regel, weil sie sehen, dass da Probleme gibt, dass Verbesserungspotenzial besteht und weil ihre Akteure erkennen, dass sie die Fertigkeiten besitzen, die Probleme auch zu lösen. Das können ureigene Probleme sein, aber auch welche andere, die sie an anderen beobachtet haben. Und die Lösungswege sind in der Regel agile Verfahren, das heißt, sehr schnell mal einen benutzbaren Prototypen zu machen, einfach mal zeigen, was geht. Also nicht irgendwie ausschreiben und Kontrakte machen und nächstes Jahr sehen wir uns dann wieder, sondern jetzt mal direkt einen Prototypen machen. Das Bild hier entstand bei Jugendhackt. Das ist ein Hackathon für Kinder und Jugendliche von 12 bis 18, die ein Wochenende lang einfach mal alltägliche Probleme sich ansehen und dann über ein Wochenende hinweg, also wirklich bis zum Sonntag, von Freitagabend bis zum Sonntag, ein benutzbares Ergebnis vorzeigen wollen. Das hier war so eine Mitfahrzentrale für Pakete, um einfach klimaeffizient Logistik in der Stadt herstellen zu können. Da hatten sie einfach mal Bock drauf, das zu machen. Und so am Rande, um begreifbar zu machen, wie die Leute eigentlich auch ticken, das hier war auf dem Chaos Communication Camp letztes Jahr in Brandenburg. Das sind 5000 Leute aus aller Welt und das sind tagsüber professionelle Amateure, die Vorträge halten zu IT-Sicherheit, zu Netz und so weiter. Und abends hängt jemand so eine Disco-Kugel in den Wald und hängt Hängematten drunter auf, einfach nur aus Liebe zum Schönen und weil es geht und man was machen kann. Und vor allem auch legen die einem dann
Gigabit-Internet ans Zelt in der brandenburgischen Pampa. Sagt nur mal jemand, dass sowas auf dem Land nicht gehen kann. Das sind Leute, die zeigen, dass es geht. Okay. Genauso eben auch die Zeithorizonte. Wenn ich was machen möchte, was mir unter den Nägeln brennt, dann mag ich es jetzt sofort machen. Wir hatten letztes Jahr ja eben auch viele Geflüchtete, die zu uns nach Ulm gekommen sind. Dann waren die in der Turnhalle untergebracht und natürlich fand sich innerhalb von 3 Tagen eine Gruppe von Leuten, die sagt, okay, wir bestellen jetzt Richtfunkinfrastruktur und nach 3 Tagen stand die Strecke und hat diese Turnhalle, ehemalige Turnhalle, mit WLAN versorgt, mit Spanngurt am Kamin festgemacht, weil es geht, kann man mal machen. Okay, und das finde ich so spannend. Das Ziel ist eigentlich dasselbe. Das sind also das klassische Gutmenschentum im positiven Sinne. Das Warum unterscheidet sich ganz arg. Das Wie und das Wann sowieso. Und das heißt vor allem, da treffen, wenn Bürgerschaft und Verwaltung aufeinandertreffen, dann treffen da vor allem sehr verschiedene Denkweisen aufeinander. Und dieses Umfeld, in dem man groß wird, prägt zweifelsfrei das Denken. Das ist so wie mit einer Lehrerin oder einem Lehrer, die an so einem Graffiti mit Rechtschreibfehler vorbeikommen und nicht anders können, als das zu korrigieren. Also das geht nicht. Oder sie nehmen eine Kfz-Mechanikerin mit und ihr Auto klappert und nach 500 Metern rutscht die unruhig auf dem Sitz rum und nach weiteren 500 Metern zwingt die sie, rechts ranzufahren, weil jetzt sofort die Motorhaube aufgemacht werden muss, da muss man reingucken, das geht nicht anders. Also stellen sich die Leute etwa so vor, die ihre Städte verbessern möchten, da sieht man ein Problem, man weiß, dass es anders geht und oft fehlt dann nur das Verständnis für die Verwaltungsabläufe und wo man sich da treffen kann. Fehlte, musste man sagen. Es gibt viele Orte in Deutschland, von dem Netzwerk Code for Germany zum Beispiel, das wir zwei heute auch so ein bisschen vertreten, wo Verwaltung und Zivilgesellschaft Hand in Hand arbeiten, oft miteinander, manchmal gegeneinander, also nicht ganz. Und das bringt nicht selten interessante Lösungen. Jo, eines von den Dingen, die wir da treiben, ist jetzt zum Beispiel das Informationsfreiheitsportal Frag den Staat. Und da lässt sich mittels wirklich weniger Klicks eine Informationsfreiheitsanfrage stellen. Und seit Beginn ist es tatsächlich schon hier über 11.000 Mal passiert. Und aus Nutzerinnensicht ist es wirklich total einfach. Man sucht sich da halt eben eine Behörde aus. Also sobald man anfängt zum Tippen, kommen da halt irgendwie Vorschläge. Das heißt, ich muss nicht wissen, wie jetzt die Mail von der Poststelle lautet oder sogar eine Postadresse raussuchen, sondern ich fange an, einfach den Namen einzutippen. Dann stelle ich meine Frage, also Betreff und eine Frage rein, pack meinen Namen drunter und drücke auf diesen lustig großen blauen Knopf. Und damit natürlich nicht immer so dieselben Anfragen kommen, zeigen wir drunter auch an, was schon angefragt worden ist oder wo man tatsächlich eine Webseite finden würde, wo diese Frage vielleicht auch schon beantwortet wird. Ja, und dann geht diese E-Mail an eben so eine ausgewählte Behörde, meist eben zu den Poststellen, wenn wir nicht das Referat selber schon kennen. Und dann nimmt das halt so seinen üblichen Verwaltungsablauf, was halt passiert, wenn so eine Informationsfreiheitsanfrage eingeht. Interessant dabei ist aber, dass wir das sofort veröffentlichen. Also hier, das wird dann eben auf dieser Seite dargestellt. Die eigentliche Frage ist hier in diesem gelben Block eingebettet. Außenrum ist noch so ein bisschen Juristenblabla, was halt einfach die Behörde nochmal darauf hinweist, dass ihr da auch wirklich drauf zu antworten habt. Und das macht schon Sinn, wenn da sowas reinkommt. Und das ist jetzt auch nicht total böse. Und es ist einerseits für die Leute, die Fragen stellen, sehr hilfreich, weil das Ding ist im Internet. Das heißt, diese Frage kann ich googeln. Das ist aber auch für eine Behörde sehr hilfreich, weil ich als Behörde kann googeln, was eine andere Behörde zu dieser Frage schon gesagt hat. Oder ich kann halt einfach sagen, wir haben das vor 2 Monaten beantwortet, da. Frag den Staat hat jetzt seit dem Start von Frag den Staat so circa 2010, 2011 tatsächlich zu einer Steigerung von Informationsfreiheitsanfragen in Deutschland dazu geführt. Wir sind zwar jetzt da noch lang nicht auf einem Niveau, wie wir es in Großbritannien haben, da sind es 2015 so 300.000 Anfragen oder in den USA 710.000 Anfragen oder Schweden, die halt schon seit Ewigkeiten ein Informationsfreiheitsgesetz haben und die schon gar keine Zahlen mehr führen, weil da gehört das halt zum Alltag dazu. Aber wir haben bei Frag den Staat jetzt halt zumindest hier 2015 2252 Anfragen
gestellt. Und das sind, wenn man die rausrechnet, die so Insolvenzverfahren betrifft, wo halt einfach Juristen auf die Idee kommen, das Finanzministerium damit zuzuspammen, sind das tatsächlich 43%. Also 43% aller Anfragen, die eine Informationsfreiheitsanfrage in Deutschland sind, sind tatsächlich auch auf fragdenstaat.de öffentlich verfügbar. Und das ist halt so ein kleines ein bisschen ein Problem. Also einerseits, es sind verdammte wenige und andererseits, es klappt nicht überall. Wir haben jetzt hier links in der Karte all diese hellen Flecken sind da, wo wir kein Informationsfreiheitsgesetz haben. Das heißt, ich kann nicht als Bürger einfach auf fragdenstaat.de gehen, meine Frage eintippen und hoffen, dass in 4 bis 6 Wochen eine Antwort kommt. Geht nicht. Haben wir kein Gesetz für. Was tatsächlich so ein bisschen als Workaround existiert und was man so als Kommune auch machen kann, man kann sich eine Informationsfreiheitssatzung beschließen. Das funktioniert auch in Bayern. Und da gibt es eben das Bündnis Informationsfreiheit in Bayern, was hier tatsächlich sogar einfach eine Mustersatzung erstellt hat, die man als Kommune einfach so beschließen kann. Das haben tatsächlich jetzt auch schon 70 Kommunen in Bayern gemacht und München ist eine davon und da klappt das recht gut. Und das ist So in Informationsfreiheit ist halt wirklich eigentlich ein Ding, was man auch haben möchte. Also es ist immer ganz nett, wenn man halt irgendwie in so ein Rathaus reingeht und dann heißt, ja, keine Ahnung, komm halt da wieder oder man stellt eine Anfrage und heißt dann, ja, Dokumente kannst du einsehen, wenn wir offen haben. Ich arbeite. Das heißt, ich bin bis 18, 19 Uhr in München, danach fahre ich mit dem Zug nach Hause, dann hat das Rathaus aber seit 16 Uhr zu. Also das funktioniert halt nicht. Das funktioniert auf einer ganz großen Ebene nicht. Und wenn das jetzt mehr Leute machen würden, dann würden immer dieselben Anfragen kommen. Das heißt, man wirft eigentlich immer nur dieselben Sachen raus und mit Frag den Staat und eben so einer Informationsfreiheitssatzung ist es im besten Fall die Antworten, die da gegeben werden, auch einfach googelbar. Kommen wir noch zu einem anderen Projekt. Aus so Informationen, wie man jetzt dann halt über Frag den Staat erfahren kann, passieren halt dann auch plötzlich Sachen, an die man halt erstmal nicht so denkt. Vor 2 Jahren gab es diesen wunderbaren Artikel in der Zeit, ein Netz zerfällt, wo sie sich Bahnbrücken angeschaut haben. Und zwar gab es mehrere kleine Anfragen im Bundestag, bei denen einfach gefragt worden ist, okay, gebt uns doch mal den Zustand der Bahnbrücken in jedes Bundesland. Darauf hat die DB Netz AG so ein bisschen komisch geantwortet, es ging ein bisschen hin und her, aber am Ende hat dann die Zeit es tatsächlich geschafft, eine Karte zu bauen, wo tatsächlich alle deutschen Bahnbrücken drauf waren und wenn man sich dann halt da mal so durchklickt, sieht man halt irgendwie, ja, ist nicht so geil. Also wenn man da halt irgendwie so Zustand 3, Instandsetzung gerade noch so möglich oder Zustand 4, kannst du eigentlich abreißen, kommt, ist nicht so clever. An der Stelle habe ich mir gedacht, okay, die sind jetzt auf diese Karte gekommen, die haben diese Daten irgendwo her und habe mich in dieses System kleine Anfrage so ein bisschen reingebohrt und festgestellt, da gibt es Unmengen an so Zeug. Also die ganzen, die Abgeordneten in den Parlamenten haben die Möglichkeit, eben diese Fragen zu stellen. Das nimmt dann seinen Weg. Am Ende werden die halt beantwortet und irgendwie veröffentlicht. Und dieses irgendwie veröffentlicht war halt so ein Punkt, ja, veröffentlicht. Also es ist in irgendeinem Dokumentenmanagementsystem, an das man nicht rankommt. Wenn man rankommt, dann klebt da eine schlecht gemachte Suche davor, die irgendwie nur im Titel sucht. Auf Google findbar sind die Dinger nicht und mit dem Smartphone in der U-Bahn wäre mal ein schönes Erlebnis. Klappte also nicht. Also haben wir was gebastelt. Daraus ist entstanden kleineanfragen.de. Und da findet man jetzt tatsächlich alle kleinen und großen und schriftlichen Anfragen aus all unseren Landesparlamenten und die vom Bundestag, und zwar mit einer Volltextsuche. Das sind aktuell über 50.000 Stück. Und es macht noch dazu eines möglich, was halt bislang nicht ging. Man hat eine stabile URL, man hat eine stabile Internetadresse, die man weitergeben kann. Also man muss halt nicht irgendwie die PDF da aus diesem System ziehen und versuchen, sie dann per Mail zu verschicken. Nein, ich habe eine URL, die kann ich auf Facebook werfen, die kann ich auf Twitter werfen. Und vielleicht interessiert das noch ein paar Leute mehr. Und man hat eben diese Volltextsuche. Das sind eben
wirklich, wirklicher Volltext. Also in diesen manchen Parlamentsdokusystemen vergeben Leute tatsächlich Stichwörter. Also sie kriegen dann irgendwie so eine Anfrage rein und dann wird das eingepflegt und dann lesen sie sich die noch 2-3 Mal durch und denken sich dann aus, ja, was ist jetzt so irgendwie das Relevanteste und füllen dann noch ein Formular aus. Das ist ein Volltext. Da finde ich einfach alles, was in dieser Anfrage drin ist. Und wir haben halt jetzt dann auch noch die Möglichkeit geschaffen, dass man sich das Zeug abonnieren kann. Also wenn man sich jetzt halt besonders irgendwie für offene Daten interessiert oder für Straßenbauarbeiten, dann tippe ich da oben Straße ein, drücke da auf per E-Mail abonnieren und jeden Tag, wenn neue Anfragen rauskommen, gibt es E-Mails. Und es sind tatsächlich ziemlich viele. Und das Spannende an der ganzen Geschichte ist dann eigentlich, wer nutzt das? Also als ich es gebaut habe, bin ich halt irgendwie davon ausgegangen, okay, das werden halt Journalisten sein. Da kann man irgendwie schönen Artikel draus machen, wenn halt da was rauskommt. Das ist es auch zum Teil, aber es sind die Verwaltungsmitarbeiter selbst. Also tatsächlich, Verwaltungsmitarbeiter benutzen kleineanfragen.de, weil ihr eigenes System so scheiße ist, dass sie lieber da zum Suchen gehen, weil es schneller ist. Und das sieht man dann daran, dass in einem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes vom Bundestag unten als Quelle eine kleine Anfragen-URL drin steht. Die Seite hier noch so nebenbei, das ist sehr Gutachten, da haben wir letztendlich das Prinzip von kleinen Anfragen, also einen Haufen Dokumente sammeln und sie einfach mal anständig durchsuchbar machen, mal mit dem Bundestag durchgespielt, weil der hat eben die Gutachten vom Wissenschaftlichen Dienst veröffentlicht, aber halt die Suche oben rechts auf bundestag.de findet die Dinger nicht. Also haben wir sie genommen, komplett durchsuchbar gemacht, wieder stabile URLs verteilt und jetzt kann man auch dieses Zeug durchsuchen. Kleineanfragen.de entstand halt hauptsächlich auf täglichen Pendelei rein und raus aus München und da ging halt durchaus ein Haufen Freizeit drauf und mein Arbeitgeber hatte auch ein bisschen was von der Entwicklungszeit gesponsert. Aber es ist halt, es sind so Dinge wie jetzt halt Frag den Staat und Kleine Anfragen und viel, viel weitere Tools, die halt so aus der Community entstehen, die wir auch wirklich gerne nachhaltig machen würden. Also sei es doch irgendwie ein Sponsoring oder was auch immer euch dazu einfällt. Wenn ihr da Ideen habt, wären wir über Tipps und Hinweise, wie man sowas langfristig und auch stabil betreiben könnte, echt dankbar. Nachhaltigkeit ist jetzt eigentlich auch eine gute Überleitung. Ja, es gibt viele andere Projekte, die viele Kommunen gerne hätten und die dadurch, dass sie auch unter freier Lizenz stehen, also offene, freie, offene Software sind, einfach auf andere Städte transferiert werden können. Wir haben jetzt mal so ein bisschen Überblick, was für Kommunen noch interessant sein könnte. Wichtig ist da, sich vorher anzuschauen, was andere schon gemacht haben und welche Standards es sich gibt und nicht einfach, das ist eine deutsche Eigenheit, sich nicht einfach einen neuen Standard auszudenken oder eine neue Datenlizenz oder sonst irgendwas in die Richtung. Also für alles, was zum Beispiel Anliegenmanagement angeht, gibt es Open311 als Schnittstelle. Das kommt aus den USA von Code for America, glaube ich sogar. Und wer also ein Anliegenmanagement für sich haben möchte, sollte sich auch eins raussuchen, das diesen Standard benutzt. Also Markerspot ist ein Beispiel, ist freie Software, andere können das auch. Und Nachhaltigkeit, ein weiteres Beispiel ist Politik bei uns. Das funktioniert ähnlich wie kleine Anfragen auf der kommunalen Ebene. Also wer in so einem Bürgerinformation, wer hat schon mal ein Bürgerinformationssystem benutzt? So ein Ratsinformationssystem. Wie hoch waren die Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10? Okay. Wer nicht weiß, wo was ist, findet nichts. Ich habe neulich ein Dokument bekommen von der Stadt Bonn. Ich wusste, in welcher Sitzung, an welchem Termin das PDF war, aber der Link war kaputt und ich brauchte 10 Minuten, um dieses Dokument zu finden, weil ich nicht wusste, in welchem Gremium das behandelt war. Das ist eine Katastrophe. Was stattdessen funktioniert, Politik bei uns, indiziert auch all diese Bürgerinformationssysteme, nimmt sich alle PDFs raus, macht eine Volltextsuche, dass man nicht nur im Titel suchen kann und geht da durch. Das ist ein Scraper, das ist so eine Interimslösung, dass jemand was abgrast und anders aufbereitet, richtig wäre es oder toll wäre es, das von Anfang an bitte immer alles gleich richtig machen. Deswegen gibt es jetzt den Standard für Ratsinformationssysteme Opal. Das ist ein System, das gemeinschaftlich von der Community, wie auch von den Anbietern von Rissen, wie auch von der Verwaltung entwickelt worden ist. Wie kann man einfach diese ganzen Informationen so ausspielen, dass man sie sinnvoll findet unter derselben URL und so weiter. Das heißt, wenn ich hinterher so ein Frontend hinterher mache, wo ich Sachen abonnieren kann, dann klappt das für alle Ratsinformationssysteme, die diesen Standard beherrschen. Und Opal ist auch ein schönes Beispiel, wie gemeinsame Entwicklungen von Kommunen und Freiwilligen auch wieder offiziell in das Portfolio in der Stadt führen. Das heißt, solche Lösungen sind in der Regel oft schnell gemacht. Also das hier ist eine Karte zum Beispiel, wo alle Kindertagesstätten meiner Stadt Ulm aufgelistet sind. Die gab es vorher nur im Volltext. Da musste man wissen, wo der Burgunderweg ist, was als frisch zugezogene in der Regel
nicht der Fall ist. Das entstand an einem Vormittag im Rahmen des Open Data Days. Die Reimplementierung als offenes Angebot, das stattfand, aber leider nie statt, weil da einfach Prozesse im Weg standen. Und es geht halt dann nicht und man muss dann irgendwie schlimme Dinge tun. Das heißt, die Frage ist auch wieder das Stichwort Nachhaltigkeit. Wie kann eine Kommune, und da glaube ich, haben wir hier das richtige Publikum, das Engagement fördern und aktiv dazu beitragen, dass solche Ideen erstmal einen fruchtbaren Boden finden und dann auch weiterentwickelt werden? Und ich komme aus Ulm und da haben wir uns der Problematik angenommen. Wir bauen da gerade einen Ort für Zusammenarbeit, Vernetzung und Innovationsförderung auf und wie ich ihn in der Form in Deutschland noch nie gesehen habe. Zum einen gehört dazu, den ganzen Ideen, die wir vorhin gesehen haben, den Raum zu geben, damit Gleichgesinnte aufeinandertreffen können, sich gegenseitig inspirieren können, aber auch die nötige Ausstattung haben, vom 3D-Drucker bis zum Lasercutter. Und ganz wichtig ist dabei, das haben wir bei uns festgestellt, aber auch die Nachwuchsarbeit, aber Kinder und Jugendlichen das Themenfeld näher zu bringen. Da lese ich jetzt Vater mit Tochter im Haus, die sind bei uns an der Uni schon gewesen mit Coding-Einführung und so weiter und interessiert sich dafür einfach, aber findet keinen Ort, weil die klassischen Orte der Jugend, Medienbildung auf diese Themen gar nicht so wirklich eingehen. Und in größeren Städten wie München oder Berlin zum Beispiel auch gibt's Maker- und Hackerspaces. Da haben sich einfach Leute zusammengetan, haben sich sowas aufgebaut, die diese Funktion mehr oder weniger ausfüllen. Wenn man aber mal die Liste der Großstädte durchgeht, gibt's da so eine magische Einwohnerzahlgrenze, unterhalb derer sowas einfach nicht mehr aus sich raus funktioniert. Und da haben wir praktisch, das ist noch ein Seitenpunkt hier gerade, es geht ja wirklich um Hacking, also wirklich nicht irgendwie staatstragend Blaulicht und ich habe Polizei, sondern Dinge auf eine Art und Weise anzugehen, die gerade in der Stadt vielleicht nicht einfallen würde und die Stadt vielleicht auch gar nicht so toll findet, weil sie eigentlich ihre Grundprinzipien so ein bisschen angreift. Also da geht es auch wirklich darum, mal zu sagen, lass uns mal Lastenräder bauen, einfach aus Schrott und Zeug zu machen. Und das heißt, wie wir das umsetzen ist, ich habe es neulich verglichen mit dem Feuerwehrhaus für die Welt von morgen, so nach dem Motto. Also wie früher sich Leute einfach zusammengetan haben, um das klassische Feuerlöschwesen mal ein bisschen aufzugreifen mit dem freiwilligen Feuerlöschwesen, wollten wir hier einfach einen Raum schaffen, wo sowas zusammenkommen kann. Aus der Freiwilligkeit raus, nicht mit dem Anspruch natürlich jetzt Gefahrenabwehr im Sinne von Menschenrettung zu machen, aber vielleicht mal Gefahrenabwehr im Sinne von, wenn wir das nicht tun, dann bluten uns die Städte aus, durchzuführen. Das heißt, da werden eben diese Workshops gemacht. Da wird eine Tür gehackt, damit man die erstens mit dem Smartphone auf und zu machen kann, weil Schlüssel sind schlecht als Stadt, wenn man die rausgibt, dann so viel Red Tape. Und eben auch den Status anzeigen zu lassen, was da passiert. Und genau, dazu gehören 3D-Drucker, Schlagbohrmaschinen, Lötkolben und so weiter und so fort. Und ich habe keine offizielle Berufsbezeichnung da in der Stadt. Was ich immer sage, ist, das ist autonome Digitalisierung. Also das ist nicht Industrie 4.0, das ist SCA, ist da ganz wichtig. Das heißt, wenn man Industrie 4.0 sieht, das gibt's ja die gewissen Akteure, die da immer dastehen und ganz viele Worte schwingen. Das Schlimme ist, dass die Leute dann auch dem zuhören. Dann ist das ja immer so ein Top-Down-Prinzip und dann sind dann die Branchenverbände dahinter, die am besten da den großen Reibach wieder wittern mit Smart Cities. Und das sind dann der intelligente Kühlschrank und der Dash-Button und die tolle Straßenlaterne für viel Geld. Und da gibt's dann Strategiepapiere und Beteiligungsformate und Agenden und Lenkungsgruppen und so weiter und so fort. Wir machen das anders. Bei uns ist das Prinzip einfach wirklich bottom-up. Das heißt, wir möchten die Bürgerschaft ermächtigen, die eigenen Probleme zu identifizieren und Lösungen dafür zu schaffen. Und vor allem die Lösung alltäglicher Probleme genau dann und besonders dann, wenn ein klassisches Geschäftsmodell da nicht zu einer Lösung führen würde. Oder nur auf eine Art und Weise, dass die Lösung vielleicht wieder zum Problem wird. Und die Symbolbilder kann man mal auf sich wirken lassen. Okay, also bleiben Sie gespannt. Kommen Sie gerne auch mal vorbei bei uns. Besuchen Sie uns. Und ansonsten bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und stehen noch hier zur Verfügung. Danke. Vielen, vielen Dank. Sehr inspirierender Vortrag. Vielleicht zu dem Thema Freiwilligkeit und Zusammenkommen. Auch die Stadt München macht regelmäßig, meistens im Frühjahr, einen Hackathon, wo auch die Kollegen, jetzt vielleicht nicht persönlich, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall immer mit dabei sind und wir versuchen, gemeinsam das Thema voranzubringen. Ja, Ihre Fragen, wir haben wieder sehr gut in der Zeit, also es gibt noch Essen. Gerne Ihre Fragen stellen und die Kollegen sind einfach dafür da, sie zu beantworten.
Ja, hallo, vielen Dank für euren interessanten Vortrag. Ich selber arbeite bei einer Behörde. Bei uns können Anfragen gestellt werden über das IFG, kommt auch jede Menge rein, überfragt den Staat. Und von daher würde ich gerne wissen, wie ist es denn gewährleistet, dass das keine Fake-Anfragen sind? Also sprich, dass die Leute, die hier namentlich genannt werden, dass die tatsächlich so existieren? Also wie wir vorhin gesehen haben, das Formular sind wirklich halt diese zwei Zeilen. Wir machen keine Authentifizierung mit dem neuen Personalausweis oder sonstige Bayern-Login-Geschichten. Da stellt sich für mich die Frage, warum muss man das wissen? Also warum muss ich als Behörde wissen, ob die Frage von jemandem legitim ist? Es ist eine Frage. Wenn ich die Frage beantworten kann, sollte es vollkommen egal sein, wer sie stellt. Wenn es eine Frage ist, die dann hinterher so Gebührenordnung und dieses ganze Trara beinhaltet, dann macht das Ganze natürlich Sinn. Aber das ist halt etwas, was aus jetzt unserer Sicht im Nachgang geklärt werden soll. Also wenn es eine Frage ist, die ich wirklich beantworten kann, die keine Gebühren verursacht und so weiter, einfach beantworten. Ich glaube vor allem, man kann gewährleisten, dass es eine Person ist. Also sobald mal künstliche Intelligenzen Anfragen stellen, dann können wir über das Thema nochmal sprechen. Aber bis dahin sind es Menschen in der Regel. Naja, man kann ja so gezielte Anfragen stellen, ich sage jetzt mal unter dem Namen, meinetwegen, wenn man gerade in die politische Richtung denkt, dass man da jemanden in eine ganz andere Ecke drängt. Denn solche Anfragen sind durchaus mit dabei. Ich meine, dass tatsächlich die Namen der Anfragenden der Behörde zwar zur Verfügung gestellt werden, aber bei der Veröffentlichung pseudonymisiert werden. Das heißt, da steht dann A, also, B. Also man kann es tatsächlich auswählen, ob der eigene Name und natürlich auch die Namen von den Leuten in den Behörden dann öffentlich sein sollen. Aber die Behörde kriegt halt das, was da eingegeben worden ist, tatsächlich schon mit. Und sonst, das ist immer so ein gerne vorgeschobenes Ding, so, oh mein Gott, da werden wir jetzt zugeschissen mit Anfragen. Nee, so ist es ja nicht gemeint letztendlich. Bloß, ich sage jetzt mal, wie gesagt, aus bestimmten politischen Richtungen raus, wenn man sich als solche hinstellt und da steckt offensichtlich jemand anders dahinter, dann ist ja, das natürlich schon interessant. Hatten Sie den Eindruck, dass es dann einen konkreten Fall schon gab? Ja, doch. Ja, dann würde ich nachher. Ja, da werde ich aber nichts dazu sagen jetzt, das ist okay. Klar. Also das es gibt einen pseudonymen Postkasten, man kann da immer so gerne Leaks schicken. Anonym sollen. Gibt es weitere Fragen? Ja, also vielen Dank nochmal für die tollen Beispiele. War sehr eindrücklich. Ich habe eher noch eine Bemerkung. Ich glaube, es war die letzte Folie zur Bottom-up-Strategie. Bin ich vollkommen d'accord? Man muss wirklich dezentral vorgehen, dahin gehen, wo die Menschen sind, die Menschen einbinden. Aber ich glaube, Bottom-up reicht nicht. Wir brauchen auch eine Top-Down-Strategie, nicht im Sinne von einer klassischen langfristigen Planung, so wie Sie es geschildert haben. Aber wenn diese sozialen Innovationen, die in diesen Labors entstehen, wenn die nicht neben dem eigentlichen Verwaltungsbetrieb nebenher tuckern und immer kleinflächig bleiben, da braucht man auch von oben, nämlich von Politik und Verwaltung, den Willen, diese Innovation, ich sage mal quasi in den Verwaltungsbetrieb mit aufzunehmen, den Verwaltungsbetrieb entsprechend anzupassen. Und dazu braucht man letztendlich wieder ein Wirkungsmodell. Man muss wissen, auch in der Verwaltung, vor allem auch in der Politik, wo wollen wir hingehen? Was soll an Wirkung verbessert werden? Was sind wichtige Zielgruppen? Sonst machen wir alle möglichen Innovationen, die letztendlich dann eigentlich die Verwaltungsabläufe doch nicht verändern. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Ich kenne da auch keinen Königsweg, aber wie gesagt, ich denke im Idealfall, es braucht beides. Auf jeden Fall vollkommene Zustimmung. Das ist auch nicht irgendwie gemeint, das eine gegen das andere auszuspielen. Es ist nur so, dass in der Wahrnehmung vieler Verwaltungen häufig nur dieser Oettingersche Ansatz gefahren wird und der andere fällt unter den Tisch und wird dann, wenn dann, nur von der Zivilgesellschaft betrieben. Was mir da wichtig ist, Haltung ist wichtig und eine Vision, wo man eigentlich hin möchte. Das habe ich vorhin noch nicht gesagt. Also der Ansatz unseres Spaces in Ulm, das Verschwörhaus, der Ansatz ist dann in Teilhabe
Prozess zu machen. Also nicht irgendwie Elitenförderung für die Fettaugen, die eh auf der Suppe oben drauf schwimmen und denen dann noch irgendwie mehr nachwerfen, sondern wirklich über alle Altersgruppen hinweg und vor allem auch diejenigen Bevölkerungsgruppen mitzunehmen, die sonst eher unter den Tisch fallen. Und die also wirklich besonders zu fördern an der Stelle. Auf jeden Fall, also danke für den Einwurf. Gut, ich sehe jetzt keine Wortmeldung mehr. Wahrscheinlich drückt der Hunger. Ich möchte mich nochmal recht herzlich bedanken. Wie gesagt, es hat war sehr innovativer Vortrag, sehr viel Inspiration mitgeliefert. Ich habe natürlich auch die beiden Tassen dabei. Ich denke, auch wenn man